Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Arnoncourt auf DRS 2. Das ist das Motto heute am 6. Dezember, dem 80. Geburtstag von Nikolaus Arnoncourt. Der Pionier der alten Musik hat wie kaum ein zweiter die musikalische Landschaft des 20. Jahrhunderts verändert. DRS 2 hat seine Tätigkeit kontinuierlich mit Sendungen begleitet und so begehen wir heute Arnoncourts Geburtstag mit einer Auswahl von Sendungen, die im Lauf von rund 30 Jahren entstanden sind. Immer wieder im Lauf der Jahre traf die Musikredaktorin Gabriela Kägi den Dirigenten zum Gespräch. Wenn ein neues Projekt anstand, im Opernhaus, im Konzertsaal, auf CD. Und gerne formulierte sie in ihren Fragen die eine und andere Provokation. Aus ihren zahlreichen Interviews hören Sie in Palando eine Auswahl zu Haydn, Schubert und Schumann. Großes Aufsehen erregte es 1996, als sich Nikolaus Arnoncourt für Robert Schumanns Oper Genoveva stark machte. Denn damals wurde das Werk kaum beachtet. Gabriela Kägi war zur Stelle, als der Dirigent an der Styriate in Graz seine Sicht von Schumanns Sinfonien und Oper formulierte. Und so berichtete sie damals in einer Ausgabe von Reflexe. Vor 12 Jahren war es, dass zwei Dinge zusammenfielen. Ein rühriger Kulturlandesrat wollte die Offenheit der Steiermark anhand eines Festivals demonstrieren, das war das eine, und im Terminkalender des Dirigenten Nikolaus Arnoncourt fand sich unerwarteterweise ein freies Feld. Die Styriarte war geboren. Mittlerweile gestehen die Organisatoren auch gerne ein, dass die dahintersteckende Absicht war, den bahnbrechenden Dirigenten enger an seine Heimatstadt zu binden. Und so verbringt Nikolaus Arnoncourt seither Sommer für Sommer in der Stadt seiner Kindheit und Jugend und wo er, wie er sagt, einige der schönsten und akustisch besten Säle findet. Hier an der Styriarte ist er ein Dirigent zum Anfassen geworden. Nicht nur, dass er auf lebensgroßen Fotos verschiedene Gassen ziert und die Schaufenster mit seinen Einspielungen füllt, er moderiert auch Kinderkonzerte, gibt Interviews, auch für Radio DRS, oder präsentiert, wie gleich zu hören sein wird, in einem CD-Geschäft, einem breiten Publikum, seine neueste Einspielung der Schumann-Sinfonien. Und er beantwortet Fragen. Wenn jemand irgendwas wissen will, was ich beantworten kann, natürlich gibt es viele Dinge, die ich nicht beantworten kann. Irgendwelche Fragen zu den... Mein persönlicher Bezug zum Schumann würde mich interessieren. Mein persönlicher Bezug. Also, was ist das? Was ist das? Ui, das sind diese Handys, die kann er verboten. Keine Minute ohne das beim Mittagessen, mitten zwischen zwei Löffeln Suppe, kann nicht 10 Minuten warten oder eine Viertelstunde und in Ruhe seine Suppe essen und dann. Also, das ist nicht meine Beziehung zu Schumann. Seine Beziehung zu Schumann sei etwas sehr langsam Gewachsenes, führt Nikolaus Arnoncourt aus. Zum täglichen Brot zu Hause gehörten Schubert, Beethoven, Brahms, aber nicht Schumann. Das war irgendwie nicht die Sprache gewesen. Und auch später im Orchester, wo er ja fast 20 Jahre lang Cello spielte, hörte er von den Dirigenten oft, Schumanns Musik sei eher orchestrierte Klaviermusik. So musste er sich lange Zeit mit Schumann beschäftigen, um zu verstehen, dass er einer von den ganz, ganz, ganz wenigen Komponisten ist, aber wirklich ganz wenigen, die man an einer Hand aufzählen kann. Entschuldigen Sie, aber es ist für mich irrsinnig schwer, mich zu konzentrieren, weil ich habe hier irgendeine ganz andere Musik, die spricht über Schumann und ich habe und da ist diese ganz große Besonderheit Schumanns, was immer er angreift, das ist einfach die Begnadung, ich kann es gar nicht begreifen, warum das so ist, was immer er angreift, ist in irgendeiner Weise ganz groß, also man kann sagen Musenkuss. Thank you.
Nicolas Arnagour leitet hier das Chamber Orchestra of Europe in Robert Schumanns Urfassung der vierten Sinfonie. Das Chamber Orchestra of Europe gehört zu den paar wenigen Orchestern, mit denen Arnagour immer wieder arbeitet, auftritt und Aufnahmen macht. Mit diesen Leuten kann man, dadurch, dass sie einfach kein altes Routineorchester ist, mit diesen Leuten kann man besonders gut Werke, klassische sozusagen, Werke aufführen, die auch zum ersten Mal spielen. Das können Sie mit keinem anderen Orchester machen. Sie können eine Schumann-Sinfonie nicht mit irgendeinem großen philharmonischen Orchester uraufführen. Aber mit denen habe ich sogar einige der Beethoven-Sinfonien uraufgeführt. Die haben Sie nie vorher gespielt. Und da entsteht so eine musikalische Abenteurerstimmung, die den Werken unheimlich gut tut. Und sie sind sehr schnell, sie sind wiff, das heißt, etwas, was einmal gesagt ist, ist einfach da. Da muss nicht viel nachgehackt werden. Und sie haben ein Gefühl für alles, was sensuell ist. Und sie sind auch bereit, in Bereiche hineinzusteigen, die sonst junge Menschen gar nicht gerne haben. Zum Beispiel Traurigkeit oder so etwas. Also wie ich mit denen die Schubert-Sinfonien zum ersten Mal gemacht habe, habe ich gesagt, es geht hier immer um Tod und um Traurigkeit. Die sind immer Tränen. Das hat die unheimlich interessiert. Ich habe zuerst gedacht, die sträuben sich vielleicht dagegen. Aber das hat sie unheimlich interessiert und es war für sie wirklich, wie wenn sie irgendwo hingeschaut hätten, was nicht für sie noch bestimmt ist. Hat Arnagour zusammen mit dem Orchester in früheren Jahren hier sämtliche Beethoven- und Schubert-Sinfonien aufgeführt oder Fidelio oder den Sommernachtstraum, so überrascht er heuer mit einem Werk, einer Oper, die bis jetzt vollgekleistert war mit Vorurteilen. Vorurteile wie undramatisch, karg und ungeschickt oder altdeutsch fromm oder gar exaltiert katholisch. Die Rede ist von der einzigen Oper Robert Schumanns, Genoveva. Ein Werk, für das Nicolaus Arnagour mittlerweile auf die Barrikaden gehen würde. Warum? Es war zuerst so, dass ich es einfach schön fand. Ich habe die Partitur ein bisschen studiert, wie die Frage aufkam, sollen wir das machen oder nicht. Es hat irgendein großes Vokalwerk gefehlt. Und haben wir erwogen, das wird selten gespielt, wollen wir machen. Schöne Musik. Dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und habe das verheerende Echo der letzten 100 Jahre darüber mitbekommen und habe den Eindruck gehabt, dass doch bei diesem Echo einer vom anderen abschreibt. Die wenigsten Leute das Stück wirklich beurteilen und dass vor allem man mit einer vorgefassten Meinung, wie Oper sein soll, hingeht, dann erfüllt es diese Meinung überhaupt nicht und man verurteilt das Werk, obwohl man eigentlich sich selbst verurteilen müsste, weil man nicht gewartet hat, was wird mir da angeboten. Aber wie denn sollte eine Oper sein? Zum Beispiel sollte sie einen zünftigen Konflikt haben. Charaktere, die sich streiten, bekämpfen oder lieben, aber sicherlich den Grund ihres Handelns nach außen kehren. Und sie sollte stattfinden in einem Raum und einer Zeit, die uns bekannt sind. Heute, gestern, zur Zeit der Kreuzfahrer. Nichts von all dem bei Schumann. Genoveva spielt in einer poetischen Zeit, wie Schumann selbst schreibt, die Personen reden, singen nur über ihre innere Verfassung. Ihr Handeln hat keine ersichtliche Motivation. Also eine Antioper. Was für Erklärungen hat Nicolaus Arnagour gefunden? Schumann hat gesucht, eine ganz neue Art, Wort und Ton zu verbinden, weil er sich gesagt hat, ein bloßes, naturalistisches Dialogtheater, wie wir es ja vom Theater haben, mit Musik zu unterlegen, wie man sagen kann, dass Oper bis dahin prinzipiell war. Das kann es nicht sein. Die Musik hätte noch die Möglichkeit, sozusagen wortlos Dinge zu sagen, die mit dem Text gar nicht ausgedrückt werden können, zugleich und auch allein. Und hat dann versucht, den Hebel als Librettisten zu gewinnen. Die haben sich aber so gestritten bei der Vorbereitung, weil Schumann natürlich im Recht war, weil es ihm eben nicht gelungen ist, Hebel klar zu machen, wie er sich das vorstellt, wie nur der Text sein kann, damit er das komponieren kann. Dann hat er noch einen zweiten Librettisten, die haben sich auch zerstritten und dann hat Schumann sich den Text selbst geschrieben und das ist war eine sehr glückliche Idee, finde ich. Die Figuren sprechen nicht miteinander im Prinzip, sondern sie sprechen über sich. Also es sind irgendwie magische Monologe. Was dargestellt wird, sind Seelenzustände, Unausweichlichkeiten von Lebensvorgängen. Also dass
wenn einmal eine Beziehung irgendwie funkt, wenn sich jemand verliebt oder so etwas, dann entsteht ein Sog des Schicksals, der nicht mehr veränderbar ist. Und da kann man auch von Schuld nicht sprechen und da kann man auch von Moral nicht sprechen, sondern das ist einfach, das geschieht. Kurz zur Schumannschen Fassung des alten Mythos. Siegfried, ein Pfalzgraf, zieht in den Krieg und vertraut seine junge Gemahlin Genoveva seinem Freund und Gefolgsmann Golo an. Genoveva, in Gedanken bei ihrem Gatten, bittet Golo, mit ihr zusammen ein Duett zu singen. Wenn ich ein Vöglein wär. Wenn ich ein Vöglein wär, und auf zwei Vöglein wär, flög ich zu dir, flög ich zu dir. Bald zaubert Licht kann sein, bald zaubert Licht kann sein, bleib ich dann Die beiden hier ein harmlos scheinendes Duett singen, verliebt sich Golo in die Gattin seines Freundes. Sie aber weist ihn ab. Golos Schicksal beginnt sich in einer fatalen Spirale hinunter in dunkle Abgründe zu drehen. Zusammen mit der Amme Margarete spinnt er eine Intrige, meldet dem Krieger Siegfried, seine Frau habe ihn betrogen, worauf sie erst eingekerkert wird und schließlich umgebracht werden soll. Golo, entsetzt über seine Taten, gibt sich selbst den Tod. Genoveva wird in letzter Minute gerettet. Soweit der Inhalt, verkürzt und unvollständig. Was nun geschieht damit musikalisch? Was ist das Besondere, Nikolaus Arnoncourt? Das ganze Stück ist auf einem Geflecht von außerordentlich raffiniert gebauten Leitmotiven aufgebaut, die zum Großteil von einem Hauptmotiv abstammen, und zwar ist das der Choral des Anfangs. Und dieser Choral wird umgedeutet, also einmal vom Positiven her als Choral, andererseits als Druck, der ausgeübt wird auf das Volk, in diesen Krieg zu gehen, okay, als Zwang, andererseits als Porträt des Golo, der eine positive, fromme Figur ist und innerhalb dieser frommen Figur eben alle Möglichkeiten auch zum Schwärzesten existieren. Dann gibt es ein Motiv, das überhaupt nur Gemeinheit darstellt und das ausgelöst wird durch Beleidigungen. Also wenn die Genoveva zu Golo sagt, du Bastard, in dem Moment hört man die Figur, diese Hassfigur. Es ist da-da-da-da-da-rim. Das ist eine ganz schnelle Figur mit einem sehr ungewöhnlichen Triller, die auch in zwei oder drei verschiedenen Versionen vorkommt. Was ich besonders interessant finde auch ist, dass alle diese Figuren schon in der Ouvertüre erscheinen, und zwar in den verschiedenartigsten Kombinationen, so dass ein Hörer, der merkt sie sich. Die sind so siegelartig, dass man sie sich merken kann. Und die verschiedenen Kombinationen sagen, dass das Leitmotiv nicht eine Sache, wie bei Wagner, eine bestimmte Figur oder einen bestimmten Charakter ausdrückt, sondern die unendlich vielen Möglichkeiten, die in einer Figur oder in einem Charakter liegen. Zu seiner Arbeitsweise gehöre, lässt Arnoncourt sich bereitwillig in die Stube blicken, dass er eine Reihe Notenpulter in seiner Wohnung verteilt habe, mit verschiedenen Partituren darauf. Da stellt er sich immer wieder hin, studiert, geht weg, kommt zurück. Das ist ein Schritt seiner Vorbereitungen. Ein anderer ist, dass er jeweils bis zu den Quellen geht, Autographe studiert, diese mit Erstdrucken und mit Korrekturen des Komponisten vergleicht. Wie sah denn die Quellenlage bei der Genoveva aus? Die Situation ist so. Also erstmal gibt es die Schumann-Gesamtausgabe von der Clara herausgegeben und weitgehend von ihr
korrigiert, wenn nicht modifiziert. Also sie hat es doch ein bisschen in ihre Ästhetik hineingebogen. Dann gibt es das Autograph, das zwar ziemlich korrigiert ist von Schumann selbst, aber sehr genau. Und man kann es benutzen. Ich habe davon eine Kopie machen lassen. Und dann hat er selbst noch einen Klavierauszug davon in Gang gesetzt. Den haben wir auch benutzt als Quelle. Und die Partitur, die also im Zuge der Gesamtausgabe erst ein paar Jahrzehnte später gemacht worden ist von der Clara, die haben wir nicht benutzt. Also ich finde die Korrekturen aus dem Kreis um Clara eigentlich dann für das originale Werk nicht mehr interessant. Wie stand sie zur Genoveva, die Clara? In der Zeit, in der sie komponiert worden ist, ganz bestimmt ganz, ganz wie eine Partisanin. Wie sie später dazu stand, weiß man nicht. Also es ist überhaupt sehr schwer herauszukriegen bei ihr, was mit ihr geschehen ist später. Also ich habe von meinem Naturell her ganz unbeweisbar nicht die allergrößte Sympathie für sie. Aber möglicherweise tue ich ihr nur Unrecht. Da läutet irgendein Telefon ganz, ganz heftig, ob man den nicht zufriedenstellen sollte. Robert Schumann verlangt also von seinem Publikum, dass es offen und ohne Vorurteile sich diesem Stoff und dieser Musik zuwendet. Das schien auch so zu sein bei der Uraufführung und den folgenden, von Schumann selbst geleiteten Aufführungen. Erst später begann das Nicht-Verstehen-Können oder Wollen, sich an Genoveva festzukrallen. Glaubt denn Nicolas Arnoncourt, dass wir heute diese Offenheit und Unvoreingenommenheit wiederfinden können? Das weiß ich nicht, ob das Verständnis heute besser ist. Ich weiß nur, wenn dieses Stück nicht diesen unsäglichen Stempel hätte, diese Abstempelung, dass die vergangenen 100 Jahre einfach eine bestimmte Meinung darauf gepresst haben und wir beten die nach, ohne mit Neugier darauf zu hören. Wenn das nicht so wäre, dann wäre das Stück ein hochmodernes Drama. Modern, ja fast absurd, das ist Genoveva. Schlüsselstelle im dritten Akt. Eine Sitzung à la Sigmund Freud. Solche Sitzungen finden wir schon bei Monteverdi und in der Oper gar nicht so selten. Aber es wird sehr auf die Spitze getrieben und das Psychoanalytische ist ganz stark latent vorhanden. Die Spiegelszene, die Doppelbödigkeit der beiden Figuren Siegfried und Golo, wo man wirklich sagen kann, der eine ist ein gestandener Mann mit einer geprägten, genau dem Klischee entsprechenden Charakter, Siegfried ohne Fantasie, mit einer genauen Vorstellung, wie seine Frau zu sein hat, und Golo, der von ihm wahnsinnig geliebt wird, kann man musikalisch ganz wunderbar auch leitmotivmäßig erklären, der also geradezu sehnsüchtig geliebt wird von Siegfried, der alle Eigenschaften besitzt, die Siegfried nicht hat. Das höchste Talent, die sofortige Akzeptanz bei den Menschen, er ist überall der Mittelpunkt, er ist der beste Maler, der beste Dichter, der beste Sänger, der beste Reiter und Fechter. Und diese beiden Figuren sind wahrscheinlich das Ich und die Sehnsucht. Also es ist wahrscheinlich, kann man sagen, das ist eine Figur. Das hat natürlich auch etwas sehr Modernes, den Wunsch einer Figur durch eine eigene Figur darzustellen. Schlüsselszene, Spiegelszene. Was geschieht? Der Pfalzgraf Siegfried schaut in einen verzauberten Spiegel, schaut in die Vergangenheit, vor 6 Monaten. Genoveva wartet auf ihn, spazierend. Das ist harmlos. Vor jüngerer Zeit. Sie wird begleitet beim Spazieren. Stirnrunzeln. Und vor jüngster Zeit, sie lächelt ihrem Begleiter zu. Siegfried haut den Spiegel in Stücke. Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Genoveva von Robert Schumann. Endlich, so scheint es, ist das Werk ins rechte Licht gerückt worden. Voller Spannung, die Dramatik ganz aus der Musik herausgeholt. Ob sich Nicolas Harnoncourt auch vorstellen kann, einmal eine Anwaltschaft für ein vor sich hinschlummerndes Werk einer Komponistin zu übernehmen. Ich wüsste nicht, was für ein Unterschied sein soll, ob ein Werk von einem Komponisten oder von einer Komponistin kommt. Meine Überzeugung von der Bedeutung des Werkes, auch meine Antenne dafür, dass ich das darstellen kann, und schon wird es aufgeführt. Es ist nur so, wenn das Komponistinsein eine so starke Rolle spielt, dass es nicht einfach ein Werk ist, das entweder von einem Komponisten oder von einer Komponistin ist, sondern eben deutlich erkennbar von einer Komponistin, dann würde ich wahrscheinlich vermuten, dass eine Dirigentin diese Antenne besser hätte. Aber das ist reine Spekulation, das kann ich so eigentlich nicht sagen. Ich habe eigentlich nie Werke von Komponistinnen aufgeführt. Man ist natürlich der Meinung, dass ein Werk einer Komponistin von Haus aus nicht so gut sein kann, wie das ja auch in den anderen Künsten ist. Ich meine, eine Malerin hat wesentlich größere Schwierigkeiten, eine ganz große Anerkennung zu finden. Wahrscheinlich auch dann, wenn sie dieselbe Ausstrahlung hat, künstlerische Ausstrahlung hat, weil man einfach sagt, eine Frau hat weniger Chancen, genial zu sein. Ich kann dazu eigentlich nicht sagen, ich kann mir es gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass das einfach ein über die Jahrhunderte, über viele Jahrhunderte gegangenes Rollenbild ist, das ganz schwer ist, von heute auf morgen zu ändern. Kehren wir nochmals zur Genoveva zurück. Kommt Nicolas Harnoncourt vielleicht damit in die Schweiz, ins Opernhaus Zürich? Oder nach Luzern? Also wenn ich einen Regisseur finde, das ist natürlich ein Problem. Eine andere Oper, ein Fidelio kann ich mir vorstellen. In dieser Richtung ausgelegt, jetzt alles im Rahmen meiner Vorstellung des Werkes. Bei Genoveva wäre jede Abweichung von meinem Konzept, würde mir es unmöglich machen, es aufzuführen. Und wie sähe so ein Konzept aus? Ich glaube, wenn man das als normales Musikdrama, als Oper auf die Bühne stellen würde, dann wäre das lächerlich, weil es eben auch keine Handlung gibt, keine normale Handlung gibt. Aber ich glaube auch nicht, dass Schumann das gemeint hat und dass sich das vorgestellt hat. Also wenn ein das Werk wirklich verstehender Regisseur diese fantastischen Visionen in Bilder umsetzen könnte, dann könnte das ein ungeheures Gesamtkunstwerk werden. Aber es setzt voraus, dass er bereit ist, etwas ganz Neues zu machen. Und er kann da nicht auf irgendwelche Traditionen oder Erfahrungen aufbauen, weil ich wüsste nichts, wo je in diese Richtung Musiktheater gemacht worden ist. Aber ich sehe jetzt, wenn Sie mich vor 2 Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, wahrscheinlich ist die konzertante Form die beste. Aber jetzt sehe ich Bilder. Und ich sehe suggestive Bilder. Es hat ja nicht nur einen Sinn, einfach es zu bebildern, sondern es müsste durch die optische Komponente etwas dazukommen, was so wichtig ist, dass das Ganze dadurch stärker wird. Sie haben sich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Was sind denn Ihre Bilder dazu? Das sind Farben und ja, meine Bilder, wenn ich Ihnen die erzählen würde, dann würde ich Ihnen auch eine Inszenierung verraten, die ich im Kopf habe. Das will ich gar nicht so gern machen. Aber irgendwie Kafkaesk ist es schon. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, es könnte auch sein, dass uns demnächst ein Regisseur Nicolas Harnoncourt begegnen würde. Ja, wenn Sie mein Gehirn kriechen könnten, könnte ich Ihnen da begegnen als Regisseur. Aber ob ich wirklich die Bühne mit... Es ist sehr unwahrscheinlich, weil ich doch die musikalische Leitung nicht aus der Hand geben will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das vereinbaren lässt. Einige Jahre später war es dann doch soweit. Nicolas Harnoncourt inszenierte in Graz zusammen mit seinem Sohn Philipp Mozarts Oper Idomeneo. Und Schumanns Genoveva dirigierte Harnoncourt in einer Produktion des Opernhauses Zürich. Der Regisseur war Martin Kuschei. Das war eine Reflexe-Ausgabe von Gabriela Keggi aus dem Jahr 1996. 5 Jahre später wandte sich Nicolas Harnoncourt wiederum in Zürich einer von Franz Schuberts ebenfalls kaum je inszenierten Opern zu, Alfonso und Estrella. Gabriela Keggi konfrontierte ihn mit einer Handvoll von geläufigen Vorurteilen in Sachen Schubert. Vor 4 Jahren, 1997, wie man den 200. Geburtstag von Franz Schubert gefeiert hat, wurden einige Opern von ihm aufgeführt, im Vertrauen darauf, dass die Leute neugierig sind
und Freude haben, was Neues zu entdecken, was alles Großartiges in dieser Musik drin steckt. Da sind wir gleich beim Vorurteil Nummer 1. Schubert ist kein Dramatiker. Man hat gehofft, diesen Vorwurf endlich aus der Welt zu schaffen. Nicolas Arnoncourt, ist es gelungen in den letzten 4 Jahren? Ein Vorurteil wird man wohl wahrscheinlich nie aus der Welt schaffen können. Und der behauptet, Schubert sei ein Dramatiker oder sei kein Dramatiker, der hat offensichtlich eine feste Vorstellung davon, was ein Dramatiker ist, und vergisst dabei, dass der ein Drama macht, einfach schon deshalb ein Dramatiker ist. Also es muss ja wohl jeder das Recht haben, eine Kunstgattung oder eine Kunstrichtung selbst zu erfinden, denn Kunst ist ja erfunden. Und einem Schubert, der 18 musikdramatische Versuche gemacht hat, 14 Opern geschrieben hat, ein ganz hoher Prozentsatz seiner Werke überhaupt sind Opern. Also das ist ein Mensch, dem das ganz wichtig war. Das war vielleicht sein wichtigstes Anliegen. Und dem abzusprechen, das gut zu machen, nur weil er nicht genau die Opern schreibt, die der Herr Bauer oder Herr Müller hören will, das ist schon sehr kühn. Zu Alfonso und Estrella, zum historischen Umfeld vielleicht zuerst. Können Sie uns aufklären, wie die Situation 1820 in Wien ausgesehen haben mag? Also es war die Zeit der Restauration und der Fürst Metternich hat regiert, ziemlich eisern, sagt man. Was hieß das für die Oper? Oje, oje, jetzt haben Sie mich als Historiker festgenagelt. Ich bin ja selbst als Kind in einer wirklich noch viel eiserneren Diktatur aufgewachsen. Und ich denke, dass da im Untergrund sehr tolle Sachen entstehen. Und ich meine, dass die Würmer in der Fäulnis viel kreativer sind als im Wohlbefinden und im guten Leben. Also wenn man denkt, was überhaupt an Kunst in der nachnapoleonischen Zeit, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist in Österreich, dann gab es ein Wahnsinnserlebnis. Der junge Rossini gibt ein Konzert in Wien. Und ich würde sagen, in der ersten halben Stunde dieses Konzertes hat er das gesamte Wiener Publikum weg von Haydn, weg von Beethoven, weg von Mozart gebracht, weg von den ersten Anfängen des Schubert und hin zu sich. Also die Erschütterung, die Katastrophe, die das für Beethoven und Schubert bedeutet hat, die kann man überhaupt sich nicht vorstellen. Die haben das Gefühl gehabt, ihr ganzes Lebenswerk ist kaputt und das Lebenswerk ihrer Vorgänger Mozart und Haydn, weil das Wiener Publikum mit einem Schlag den Tiefgang und das alles weggeworfen hat für eine glänzende, brillante, im Grunde nichtssagende Oberfläche. Aber die Depression, die für die wirklich schöpferischen Künstler durch so ein Erlebnis hervorgerufen worden ist, die kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist der Nozze di Figaro missverstanden worden, man hat alle Tempi anders genommen, alles aufgrund dieses Erlebnisses. Und ich würde sagen, das war für die Kunst ganz bestimmt 100-mal aufregender und bedeutender als das Spitzelsystem von Metternich. Also gehen wir in den Herbst 1821. Franz Schubert ist dort mit seinem Freund Franz von Schober nach St. Pölten gereist. So eine Art Klausur haben sie gemacht, würde man heute sagen. Und so in einem Gemeinschaftswerk mit der Oper Alfonso und Estrella angefangen zu schreiben. Also der eine hat die Texte geschrieben und sozusagen mit nasser Tinte hat der andere dann das bereits vertont. Oder so stelle ich mir das jedenfalls vor. Sie, Nicolas Arnoncourt, haben die Fakten. Wie sah das aus? Na, ich habe auch nicht mehr Fakten, eher weniger vielleicht als Sie, aber so wird Oper komponiert. Monteverdi hat mit Businello Haus an Haus seine Opern geschrieben, Mozart mit Da Ponte, da war ein ständiges Kommen und Gehen, Johann Strauss mit Genet, da ist ein musikalisch-textlicher Bote ununterbrochen hin und her gerannt zwischen den beiden Häusern. Also so wird Oper komponiert. Ich finde, wenn man auf der Suche nach Libretti ist, und ich kenne überhaupt keinen Opernkomponisten seit Monteverdi, der nicht verzweifelt ununterbrochen auf der Suche ist nach einem Libretto, weil ein Opernlibretto eben keine Dichtung ist. Der muss ein Vorwand sein, etwas mit Musik zu erzählen. Und das ist sehr, sehr schwer. Leute wie zum Beispiel Mozart, wie zum Beispiel Beethoven, Schubert oder Schumann waren als Künstler Giganten und zugleich außerordentlich sprachsensibel. Und
deswegen finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, die Textwahl dieser Leute zu negativ zu beurteilen. Dennoch möchte ich hier das Klischee oder den Vorwurf Nummer zwei formulieren. Wenn Schubert nicht die Texte seiner Freunde vertont hätte, wäre das vielleicht anders herausgekommen. Ja, schlechter. Schlechter. Der hat Freunde gehabt, die auch sehr gebildet haben. Ich sage Ihnen, wenn Sie mir etwas Negatives über die... Das ist nämlich das Klischee, mit dem man mich sofort die Wände hochkriegt. Wenn Sie sagen, wunderbare Musik, blöder Text. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie den Text vom Lohengrin, da sagt nämlich niemand, wunderbare Musik, blöder Text. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie die Textbücher der meisten italienischen Opern, die liest man nur meistens nicht, weil man sie nicht genug gut versteht. Aber ich muss sagen, es geht gar nicht darum, ob der Text blöd ist oder nicht. Es geht darum, ob derjenige, der den heute beurteilt, überhaupt versteht, ob der überhaupt heranreicht an das Werk. Ob der überhaupt versteht, warum der Schubert diesen Text so wollte und nicht anders. Aber was denken Sie, wenn Sie einen Text lesen wie diesen ohne die Musik? Was kann dir teurer fehlen? Von Lust bist du umringt? Die Antwort, dir kann ich nichts verhehlen, dich liebe ich unbedingt. Ich finde das wunderbar. Sie finden das blöd. Wie hätten Sie es gemacht? Nein, also kritisieren heißt ja nicht, dass man es besser machen kann. Und ich kritisiere das auch nicht. Ich habe das zusammengetragen. Es gibt niemanden, der sich hinstellt und sagt, das ist okay, was das Libretto hergibt. Weder Schreiber noch Dürr, also heutige Leute. Aber schon Hanslick und Liszt haben ja alle auf dieses Libretto geschimpft. Sie haben nicht nur auf dieses Libretto geschimpft, sondern sie haben fast auf jedes Libretto geschimpft. Man kann das nicht so fokussieren. Ich muss sagen, wenn ich diesen Text lese und ich hier in einem Haus sitze von 1820, dann finde ich diesen Text vollkommen angemessen. Es ist unheimlich arrogant und von oben herab aus der literarischen Perspektive der heutigen Zeit auf diese Texte zurückzuschauen. Ich kann Ihnen aus dem Faust von Goethe Texte bringen, wo Sie genauso sagen, lächerlich, kennen Sie den Text mit dem Asbest? Können Sie ihn mir sagen? Ja, wenn ich den jetzt hätte. Es bleibt ein Erdenrest zu tragen peinlich und wer von Asbest, er ist nicht reinlich. Okay, stellen Sie das bitte jetzt neben dieses Gedicht und das eine ist von Schober und das andere ist von Goethe. Die Romantik ist viel komplizierter. Und ich meine, dass wir diese Werke überhaupt nicht richtig lesen. Also, wenn man einigermaßen vernünftig ist, sagt man entweder, ist diese Oper überhaupt das Werk von zwei Idioten, wie man auch allerdings bei einigen anderen sehr, sehr wichtigen und großen Werken sagen kann. Oder wir lesen das falsch. Wir versuchen da eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt keine Geschichte ist. Das total Fantastische, das außerhalb der Realität liegende, aber innerhalb des Gehirnes Möglichen, das ist für mich die Romantik. Wir haben keine großen Probleme mit den Doppelgängern beim E.T.A. Hoffmann. Da sagen wir auch nicht, das Blödes gibt's nicht. Sondern wir finden das toll und lesen das. Kaum schreibt Schubert mit einem Freund gemeinsam eine Oper, in der solche Dinge vorkommen, finden wir sofort, ja, das ist eigentlich blöd. Da wurde eine neue Idee, nämlich, dass die Musik selbst etwas ausdrücken soll. Wozu die Worte nur Hinweise sind und Hilfsmittel, dass viele Seiten einer Person, einer Figur oder des Menschen als solche geschildert werden sollen, dass Orte nicht Orte sind, dass es geistige Barrieren gibt, die man nicht durchschreiten kann oder die durchschritten werden durch Erkenntnis. Diese Erzählungen muss man sehr aufmerksam lesen, finde ich, weil daran kann man erkennen, was für eine Beziehung zur Realität und zur Irrealität der Schubert selbst und ganz sicher auch die Leute aus seinem Kreis gehabt haben. Und das ist ja nicht isoliert. Ich finde solche Sachen in der Dichtung gar nicht so selten. Ich meine, dass zum Beispiel bei Alfonso und Estrella, wir können dann immer wieder bei den einzelnen Stücken irgendwelche Schlüsselstellen herausfinden. Da gibt es ein Lied, das Fräulein singt, und zwar auf Wunsch des Alfonso, der sagt, Vater, sing mir noch einmal das Lied vom Wolkenmädchen. Und der Vater sagt, eigentlich solltest du das schon selbst können. Aber da meint er natürlich nicht, dass er das Lied singen können soll, sondern das Problem, das in dem Lied ausgedrückt ist, sollte er schon bewältigen. Und das ist ein Lied, bei dem es um Tod und Leben geht.
Und wenn ich zwei Töne von diesem Lied höre, die ersten zwei Töne, das geht um einen Ton herum, hört jeder Musiker. Ich habe das jetzt wieder erlebt bei den Orchesterproben. Wir proben das Stück, da kommt ein Rezitativ und eine Arie, eins nach dem anderen, und dann beginnen wir mit dem Lied vom Wolkenmädchen. Da ist das ganze Orchester elektrisiert nach 10 Sekunden. Dieses Stück ist für mich noch immer rätselhaft. Ich kann Ihnen nicht jetzt das erklären. Es ist ein Problem, das die gesamte deutsche romantische Oper von der Zauberflöte bis zur Genoveva betrifft. Ich habe nicht den Schlüssel und weiß, das geht so. Ich weiß nur, dass es so, wie wir es machen, nicht geht. Und dass daher die Urteile, die darüber gefällt werden, sogar eine gewisse Berechtigung haben. Die Urteile beurteilen aber letzten Endes nicht das Werk, sondern sie beurteilen unsere unzulängliche Ausführung des Werkes. Und ich bin ganz sicher, wenn es mir gelingen würde, oder einem Partner von mir oder auch ganz jemand anderen, diesen Zugang, diesen Schlüssel zu finden, dann würde, erstens mal würde man die Zauberflöte anders aufführen, als man es jetzt macht. Und es würde diese ganze Komplex, der in einem Schmollwinkel steht, der würde ganz anders aufgefasst und die Menschen würden begeistert dahingehen. Ob ich das noch erlebe, bin selbst noch auf der Suche. Ich bin nicht so, dass ich sagen kann, ich habe es. Ich möchte über die Musik eigentlich jetzt reden. Nicolas Harnoncourt, fangen wir am besten bei der Ouvertüre an. Schubert hat kein Pasticcio geschrieben, wie man das sonst antreffen kann, also Verarbeitung von Themen aus der Oper, sondern ein eigenständiges Stück Musik. Worauf lassen wir uns ein, respektive worauf bereitet er uns vor? D-Moll geht's los. Man merkt sofort an den Klängen, dass es sich um Nacht handelt, dass es eigentlich finster sein muss, dass es um große Beklommenheit geht. Und dann gibt es Melodien, die in diesem wahnsinnigen Tempo plötzlich so wirken, als wären sie ganz ruhig. Das ist etwas, was Schubert sehr gut kann, dass er in rasenden Tempi Melodien einbaut, die den Eindruck vermitteln, es wäre ein langsames Stück. Und es kommen immer Akkordsäulen der Bläser, der Blechbläser, der Holzbläser und der Streicher, die gegeneinander krachen, gegen ganz zarte, leichte, melodische Anfänge.
dieses Werk gilt als durchkomponiert. Es hat nichts mit dieser Wagnerschen Durchkomponiertheit zu tun, aber es hat Einschnitte, es hat doch auch einige Nummern, die erkennbar sind. Gibt es Begriffe dafür? Also musikalische Begriffe kaum. Bemerkenswert ist, dass der Schubert schon bei seiner ersten fertigen Oper, beim Teufelslustschloss, große durchkomponierte Szenen schreibt. Da ist er ähnlich wie Haydn, der auch in seinen letzten Opern große durchkomponierte Szenen schreibt. Das setzt Schubert fort. Also es scheint so zu sein, dass die Dialoge doch für ihn ein bisschen störend sind in der Oper, weil diese Dialoge bringen eine prosaische Stimmung rein. Die wirken auch, weil gesprochenes Wort natürlich realistischer wirkt als gesungenes, die bringen einen weg von dieser Zauberstimmung. Die Frage, ob das jetzt durchkomponiert ist oder nicht, die hängt davon ab, ob es doch ein oder zwei Stellen gegeben hat, wo er Dialoge dazwischen hatte. Bei manchen Sätzen bin ich sogar sicher, dass sie da war. Also es gibt Stellen, wo die Stücke so aneinander knallen. Da gibt es ein paar technische Überlegungen, Tonarten. Da muss der Komponist mit sehr viel Applaus gerechnet haben, dass die Stücke genügend weit auseinander sind. Oder er hat eben einen Dialog noch gehabt. Und es müssen Instrumente gewechselt werden. Also wenn die Hörner von E-Horn auf A-Horn wechseln, dann müssen sie das Instrument wechseln. Oder sie müssen am Instrument eine größere Manipulation machen. Dasselbe mit Klarinetten, dasselbe mit Trompeten, dasselbe mit Pauken. Und da kann man erkennen, da muss eine halbe Minute oder so etwas Zeit gewesen sein. Und ich vermute, dass da Dialoge waren. Wenn ich jetzt hier trotzdem das Vorurteil Nummer 3 anfüge, das Vorurteil heißt, Schuberts Opern sind eine Aneinanderreihung von Liedern. Naja, eine Oper ist normalerweise eine Aneinanderreihung von Arien. Und wenn man der Meinung ist, eine Arie ist eine Arie und ein Lied ist ein Lied, dann sollte man eigentlich Opernlehrer werden und nicht Beurteiler von Musik. Weil wenn ein Komponist ein Lied Arie nennt, dann ist es eben eine Arie. Das ist ja nicht unsere Sache, ob ein Stück eine Arie oder ein Lied ist, sondern der Komponist komponiert es eben so. Also die Formen waren ja nicht zuerst da, sondern zuerst haben die Komponisten die Sachen komponiert und nachher haben halt die gescheiten Leute denen irgendwelche Etiketten draufgeklebt. Ja, blicken wir auch noch kurz auf die Bühne. Krieg, Zerstörung, Verwüstung, das zeigt Jürgen Flimm und Bühnenbildner Erich Wonder in ihrer Umsetzung. Gibt es Parallelen dazu in der Musik, also Gewalt, eben Gewalttätigkeit, Brutalität? Absolut. Es ist alles, was im Umkreis mit dem Adolfo ist, ist wirklich unglaublich brutal in der Komposition. Andererseits gibt es dann wieder Momente, wo dem Adolfo auch menschliche Züge zugebilligt werden, wo man das Gefühl hat, selbst der brutalste Mensch hat eine Seite, die er vielleicht nicht zeigt oder die er vielleicht nicht zeigen kann, die liebevoll und zärtlich ist. Also da kann er Sympathien gewinnen. Aber ich sehe ihn eher als ein Prinzip, als einen Menschen. Klischee Nummer 4, Schubert der Schwärmer. Wenn Schubert ein Schwärmer ist, was ich gerne, ja, ich, für mich ist ein Schwärmer etwas sehr Schönes. Und das hat er dann mit vielen Menschen gemeinsam. Also da ist er nicht ein einzelner Schwärmer, sondern wir sind alle Schwärmer. Ja, das wäre dann jetzt die Schlussfrage. Wenn man heute in die Oper geht, darf man als Publikum sich auch die Frage stellen, was hat das zu tun mit, nicht mit mir, aber mit heute, Alfonso und Estrella, was könnte man da für Fragen finden? Da könnte man die Fragen finden, haben wir uns nicht heute schon zu sehr in eine Zweckgesellschaft eingekapselt? Es ist der Kaufmann, der Banker, die Realitäten. Was hat einen Zweck? Was bringt das? Was gibt mir das? Und die fantastische Seite, die gibt's nicht mehr. Die ist verloren. Dass etwas zwecklos, aber wichtig sein kann, nichts bringt, außer dass ich glücklich bin oder außer, dass etwas wunderbar ist. Nikolaus Arnoncourt zu Franz Schuberts Oper Alfonso und Estrella in einem Interview von Gabriela Keggi aus dem Jahr 2001. Und zum dritten Mal Nikolaus Arnoncourt in Parlando, heute zum 80. Geburtstag des Dirigenten. Immer wieder beschäftigte sich Arnoncourt mit Joseph Haydns Schöpfung.
Schon 1986 hatte der damalige Pionier der alten Musik eine Aufnahme dieses Werks vorgelegt, allerdings, überraschend genug, mit den Wiener Symphonikern. Fast 20 Jahre später folgte eine zweite Aufnahme des Werks, diesmal mit seinem eigenen Ensemble, dem Concentus Musicus Wien. Seine Sicht des Werks formulierte Nicolas Arnoncourt im Gespräch mit Gabriela Kägi. Ich habe sagen hören, Nicolas Arnoncourt, das war jetzt das 12. Mal, dass Sie in den 50 Jahren Concentus Musicus die Schöpfung gemacht haben. Was halten Sie von Zahlen und Symbolen und den Bedeutungen? Also in diesem Fall halte ich nichts davon, weil es gab ja auch ein 11. Mal und es wird auch vielleicht ein 13. Mal geben. Und welche Zahl hätte dann die größere Bedeutung? Aber im Grunde, in der Musik haben die Zahlen natürlich eine große Bedeutung. Ich denke, innerhalb dieser 12 Mal, dass Sie jedes Mal wie eine Schicht neu entdeckt oder abgetragen haben, vielleicht was gelernt haben in diesen Schöpfungen. Ganz bestimmt. Also ich habe geglaubt, beim ersten Mal, das war vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, das wird so 72 oder 73 gewesen sein, in Den Haag. Da habe ich Sie zum ersten Mal dirigiert. Ich habe sie aber vorher schon vielleicht 20 Mal gespielt als Orchestermusiker im Orchester unter verschiedenen Dirigenten. Und ich habe das Stück immer sehr geliebt, aber zugleich eigentlich eher als sehr einfach empfunden. Bei der persönlichen Beschäftigung damit ist mir die Tiefe und die Komplexität des Stückes immer klarer geworden. Die Partitur der Schöpfung ist so merkwürdig, wenn Sie sie so nehmen, wie sie gedruckt ist, der Originaldruck, dann haben Sie nach 10 Takten in der ersten Arie, haben Sie schon Fragen des Orchesters. Da, bei mir ist ein Fehler, die Geigen spielen das gebunden, ich habe das Staccato. Also die Flöte und die Geige spielen zusammen. Nun schwanden vor dem heiligen Strahle, das hat die eine Gruppe, hat Staccato, eindeutig markiert mit Punkten, getrennt, nicht gebunden und der andere hat gebunden. Und man ist heute der Meinung, dass Gleiches gleich zu spielen ist. Und man hat sicher im Allgemeinen das früher auch so gemacht, dass wenn Flöten, Oboen, Klarinetten mit den Streichern zusammen gespielt haben, dass die dieselbe Artikulation hatten. Und bei Haydn ist das so, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und jetzt steht in der Originalpartitur und in der Druckvorlage, die von seinem Kopisten gemacht ist, stehen diese Stimmen direkt übereinander, so dass man sofort sieht, das kann kein Fehler sein oder Irrtum. Und das ist eine Art von Notation, wo man erkennen kann, das Resultat ist das, was er möchte. Es ist nicht eine Staccato-Stelle und es ist nicht eine Legato-Stelle. Also es stimmt nicht das eine und es stimmt nicht das andere, sondern es stimmt erst dann, wenn beide zusammenspielen. Und das ist eine Notationstechnik oder eine Kompositionstechnik, die mir überhaupt erst im 20. Jahrhundert bekannt ist. Das war vielleicht das erste Mal, wo mir aufgegangen ist, ein wie moderner Komponist der Haydn ist. Es ist, meiner Meinung nach, ist es eine impressionistische Kompositionsweise. Jetzt bei der Schöpfung, was ist es denn, was einem so anrührt, wenn man zuhört? Wir haben ja dieses kindliche Staunen oder diese Freude an der Schöpfungsgeschichte, die ist uns ja längst abhanden gekommen und trotzdem ist man emotional sehr eingenommen, wirklich berührt. Haydn war überhaupt kein naiver Mensch.
Haydn war ein geistig interessierter, sehr witziger und, ich würde sagen, sehr moderner Künstler. Und an dieses Werk ist er herangegangen, wie, ja, als hätte er ein großes Kasperltheater und 1000 Kinder, denen er etwas erzählen will. Und die Kinder sind aufs Höchste gespannt. Ich finde, warum es so rührt, ist, weil wir alle Kinder sind irgendwo, weil wir glücklich sind, wenn uns etwas in der Kindersprache gesagt wird, was man nicht wagen würde, in der Erwachsenensprache auszudrücken. Wenn Sie ein Leiter von so einem Kasperltheater sind und Sie Kindern etwas ganz Tolles vermitteln wollen, dann sagen Sie, erzählen Sie eine Geschichte und sagen Sie, und die Augen der Kinder werden immer größer, die stehen fast auf, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann erzählt er, was jetzt kommt. Also das ist nur so ein Aspekt, diese Spannung von einem Bild zum nächsten. Da tobt in Brause heftige Stürme. Vor dem Winde, so flogen die Wolken. Bei den Tieren haben wir die Exoten, also Löwen und Tiger, aber er malt uns auch heimische Nutztiere und dann auch die sogenannten niederen Tiere, die Würmer und die Insekten. Welches ist Ihnen das Liebste von seinen Bildern? Ja, wenn Sie das so sagen, ich habe die Insekten unheimlich gern, obwohl ich sie in Wirklichkeit sehr unangenehm finde. Ja, also welches ist mir das Liebste? Vielleicht das Schaf. Da ist dieses Blöken schon drinnen. Vorher ist das Rind. Da sieht man mehr Landschaft als Tiere. Vielleicht wenige Kühe und eine wunderbare Alpenlandschaft, so Almenlandschaft. Und dann plötzlich spielt dieselbe Melodie, die vorher die Flöte allein gespielt hat, spielt Fagott und Flöte. Und jetzt wimmelt es von Schafen. Auf grünen Matten weidet schon das Rind, in Hirden abgeteilt. Die Triften deckt, als wie gesät, das wollenreiche, sanfte Schaf. Wie Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel das Heer der Insekten. Ja, Nicolas Hanoch, Sie sind bekannt dafür, für Ihr analytisches und auch kritisches Denken und Herangehen an Verschiedenes, auch an die Partituren. Ihre Schöpfung, kann man die in der Art auch als eine Stellungnahme zu dieser Zeit verstehen? Ich glaube, alles, jede Äußerung der Kunst ist eine Stellungnahme zu heute. Man kann sogar sagen, wenn man will, politisch, weil Kunst, unpolitische Kunst kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings parteipolitische Kunst auch nicht, weil es zum Wesen der Kunst gehört, und zwar nicht nur der Musik, sondern der Kunst, das ist wenigstens meine Einstellung, oppositionell zu sein. Und zwar gegen was immer. Subversiv? Subversiv ist es, denn es, die Eingänge, durch die die Kunst in den Menschen eindringt, sind nicht absperrbar. Wenn Sie die Augen offen haben, dann dringt der Inhalt des Bildes subversiv in Ihr Gehirn ein und Sie können nichts dagegen machen. Und wenn Sie die Ohren nicht zustopfen, dann dringt jedes musikalische Werk in Sie ein und verändert Sie. Es wirkt auf Sie ein. Das ist subversiv, weil Sie haben die ganzen Filtervorgänge. Bei der Sprache können Sie immer sagen, ja, vielleicht lügt er, oder Sie können dagegen fragen oder dagegen argumentieren. Da gibt es eine Dialektik. Das fällt weg in der Kunst. Das heißt, die Kunst ist subversiv, die erreicht Sie und da können Sie nichts dagegen machen.
Nikolaus Arnoncourt über die Musik von Joseph Haydn und über das Wesen der Musik ganz allgemein in einem Gespräch mit Gabriela Keggi. Sie interviewte den Dirigenten im Jahr 2003. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.